Sie sind aber nicht im Raum, sie sind der Raum. Durch den wandern die Gravitation immer kleinere Objekte gelassen werden. Das Ziel ist es, irgendeine Gravitation von einem Quantenobjekt zu messen. Verhält sich die Gravitation dann noch so, wie wir sie kennen? Oder zeigt sie plötzlich Quanteneigenschaften? Den Forschenden ist in einem ersten Schritt die Sensation gelungen, die Gravitation der winzigen Goldkugel zu messen. Sie ist so groß wie ein Lederkorn und so schwer wie Pierrastkorn. Ihre Gravitation ist 10 Millionen Mal kleiner als die einer fallenden Schneekugel. Also eigentlich, was man will, ist, man hat ein Objekt, das so schwer ist, dass es ein messbares Gravitationsfeld erzeugt. Und das will man jetzt in einen Zustand bringen, als ob dieses Objekt an zwei Orten gleichzeitig ist die Frage, verhält sich dann das Gravitationsfeld genauso? Ist die Gravitation dann auch an zwei Orten gleich? Das ist die eigentliche Frage. Und damit könnte unser Weltbild aus den Fugen geraten. Wenn sich die Gravitation nach den Spielregeln der Quantenphysik verhält, dann gilt das auch für Raum und Zeit. Das ist auch an der Meditation so. Warum? Weil die